Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Leute, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Talk-Woche. Hier bei uns im Radio, bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, diese Woche und jetzt auch heute Nacht hier, dann ruft an, meldet euch bei mir unter 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Wir haben eine freie Themennacht, also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Petra. Und die Petra ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi, hi Petra. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich überlege, ob ich bei einem Porno mitmache. So, das überlegst du dir so einfach? Ja, das überlege ich mir. Wie kommt es denn zu der Überlegung? Hat es einen realistischen Hintergrund? Ja, das ist so, dass ich seit 2-3 Monaten die Zeitung jeden Morgen wälze, nach Arbeit. Und irgendwann springen einem die Dinger ins Auge nach einer Zeit. Ah ja, also die annoncieren und suchen Mitarbeiter und Mitspieler. Ja, jeglicher Art. Also es gibt Leute, die suchen Fotomodelle, es gibt Leute, die suchen Tele-Girls oder Webcam-Girls. Ja. Und es gibt Leute, die suchen Leute, die im Porno mitmachen. Und darüber, worüber wir jetzt reden, da geht es um einen richtig klassischen Pornofilm. Also nicht so Webcam-Geschichten oder so, sondern richtig Film. Ja, so richtig, der gedreht wird, mit Videokamera. Mhm. Und wie weit ist so dein Entscheidungsfindungsprozess schon vorangeschritten? Ja, nein, vielleicht? Also ich habe da angerufen. Ja. Habe mit denen gesprochen und ich leide ziemlich unter Geldnot im Moment. Mhm. Und dann habe ich auch so ein bisschen gedrängelt, dass das vielleicht, dass man das Casting vielleicht vorschieben könnte, damit ich vielleicht schneller einen Job kriegen kann. Ja. Und meine Bedingung war halt, dass man mein Gesicht nicht erkennt. Oh, das ist natürlich wahrscheinlich schwierig, ne? Die haben eigentlich gesagt, das ist kein Problem. Ah ja. Also wenn der Rest stimmt, dann kann man da schon was mit Schminke und Perücken und so machen. Stimmt der Rest? Weiß ich nicht. Also ich bin da gewesen. Ach, du bist sogar schon da gewesen? Also zu diesem Casting? Ja, wie läuft denn so ein Porno-Casting ab für einen Pornofilm? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also er meint halt, weil es am Wochenende war und ich das ja ziemlich schnell hinter mir haben wollte, haben wir das bei denen im Büro gemacht. Ja, wie viele Leute waren anwesend? 2. Er hat halt einen Darsteller mitgebracht, der das mit mir machen sollte. Und er hat sich dann da hingesetzt und zugeguckt und meinte, ja, wenn du das dann halt hinkriegst, wenn einer dabei zuguckt, dann bist du halt auch kameratauglich. Ja. Sollte dann dafür auch noch Geld kriegen. Habe ich auch bekommen. Und also jetzt habe ich für das Casting Geld bekommen? Ja. Ja. Nun ist das ja mit dem Hinkriegen bei den Mädels noch einfacher als bei den Jungs, ne? Diese Casting-Situation. Dennoch ist es ja für jeden, der sowas noch nie gemacht hat, eine sehr ungewöhnliche Situation. Man sitzt da in dem Büro, der liegt in dem Büro auf einem Sofa mit einem anderen Pornodarsteller und muss seine Nummer abziehen. War das genauso oder war es nur angedeutet? Also mit dem Darsteller habe ich richtig Sex gemacht. Wie war das für dich? Und der Chef hat zugeguckt dabei? Er hat da zugeguckt, ja. Und hat Anweisungen gegeben. Ja. Mach mal so rum oder... Wie war das für dich? Also es war irgendwie so, dass ich, als ich hingefahren bin, habe ich nicht weiter nachgedacht. Also ich dachte eigentlich, ich komme abends irgendwie fertig nach Hause, weil war ja auch das erste Mal für mich irgendwie und komme damit erstmal nicht zurecht, aber das war irgendwie, als ob das gar nicht so gewesen ist. Wie war das denn währenddessen? Eigentlich wie eine schnelle Nummer. Oh, das war du hast das irgendwie ausgeblendet, dass da jemand zuguckt und dass das alles eine kommerzielle Geschichte ist und so weiter. Genau. So, Resultat des Castings, nimmt man dich? Also ich habe ein Angebot bekommen für einen 2-Tage-Dreh, der angeblich laufen soll für 400 Euro pro Tag. Ja, ist ja schon ganz ordentlich, ne? Ja. Ja. Und der Dreh wäre wann? Der wäre jetzt am 2. und 3. Februar. Dennoch bist du unschlüssig oder zögerlich? Ja, man weiß ja nicht, was da so ist. Ne? Also ich habe ja nun keine Ahnung davon, wie das seriös alles abläuft. Ja. Ist denn das eine
Also seriöse Firma, seriöse Pornofirma, weißt du das? Oder ist das irgendwie so ein Garagen? Also die sitzen in so einem Pool sozusagen. Also die kriegen Angebote, einen Film zu drehen oder irgendein Verlag braucht einen Film, bieten denen so und so viel Geld und dann machen die das. Was sind denn deine Bedenken konkret? Also erstmal möchte ich natürlich nicht, dass es einer mitkriegt. Mhm. Weil ich so ein anderes Leben führe. Also ich stehe so auch ein bisschen in der Öffentlichkeit. Ich mache halt Musik und ich stehe auf der Bühne und viele Leute sehen das. Und wenn die Leute das mitkriegen würden, dann weiß ich nicht. Dann wäre die Karriere als Sängerin wahrscheinlich erstmal ein bisschen eine Karriere nicht, aber es ist ein gut gehendes Hobby und das ist... Aber du bist sonst arbeitslos oder hast keinen Job? Ja. Ja, und das mit dem Singen ist so ein Hobby, aber mit dem verdienst du auch Geld. Mhm. Hast du einen Freund? Nee, damit verdiene ich kein Geld. Ach, da verdienst du kein Geld. Mhm. Hätte ja sein können. Nee, nee. Hast du einen Freund? Nein. Du bist solo. So, es lockt das Geld. Ja. Das ist auch das Einzige, was lockt. Ja. Ja, es ist nicht irgendwie ein Exhibitionismus, der da in dir wabert, der da befriedigt wird. Darum geht es gar nicht. Das kann man da aber auch nicht so genau sagen. Also ich denke, dass jeder Mensch eigentlich Fantasien hat, die er gerne mal ausleben würde. Und das wäre natürlich auch so eine Chance, das da zu machen. Ja. Aber es ist irgendwie, als ob ich da eine andere Person bin. Also ich schalte da komplett ab. Ja. Ich habe da kein Gewissen bei, wenn ich nach Hause komme. Das heißt, als du dann zu Hause warst, du hast es ja so angedeutet, war das für dich völlig okay, was da gelaufen ist? Als ob nichts gewesen wäre. Ich bin nach Hause gekommen, habe den Fernseher angemacht und naja. wie ist es denn Thema Schutz? Du hast gerade gesagt, das Casting lief mit Kondomen und auch in der Hauptproduktion läuft das auch mit Kondomen. Ja, er hat gesagt, jeder bekommt einen AIDS-Test, das bezahlen die. Ja. Die suchen einen Arzt auch aus, im Ort, wo man wohnt, die bezahlen das. Und die finanzieren auch zusätzlich wohl noch die Pille vor. Ja, aber dann auch noch das Kondom. Kondome auch. Ja. Also die Produktion wird mit Kondomen gemacht. Das ist Pflicht, da kommt ja ständig und kontrolliert. Und das soll man auch sehen im Film neuerdings wohl, damit die Leute, die das gucken, auch wissen, aha. Das ist ja schon mal sehr gut. Man soll ein Kondom benutzen. Das ist schon mal sehr richtig, ja. Hm. Ja, also das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, von außen da einen Rat zu geben. Weil du gibst dich ja schon auf ein heikles Terrain, finde ich. Was man eigentlich so ganz tief für sich allein entscheiden muss, ob man das will, ob man da nicht irgendwie beschädigt wird, ob man da nicht irritiert wird, ob die Psyche nicht Schaden davon trägt und so weiter. Also wenn das abläuft, in dem Sinne, wenn ich Stopp sage, ist Stopp und man kriegt sein Geld und das ist eine Arbeit, die halt wo man halt mit jemandem schlafen muss, um Geld zu bekommen sozusagen. Ja. Dann denke ich, ich weiß es nicht. Also ich weiß ja eigentlich selber nicht, was im Kopf mit mir da passiert. Mhm. Aber du merkst schon, dass du so ein bisschen angefixt bist, weil dieses Casting so offensichtlich spurlos an dir vorbeigegangen ist. Und du die Hoffnung hast, das mache ich jetzt nochmal 2 Tage, habe da meine 800 Euro verdient und tschüss. Ja, so ungefähr. Mhm. Na, vielleicht nochmal einen Tag oder so. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beurteilen, was für eine Auswirkung so eine Arbeit etwas langfristiger gesehen auf die Psyche hat. Ich weiß es nicht. Ich werde generell immer sehr vorsichtig. Sowohl wenn Menschen in der Prostitution arbeiten, als auch bei sowas. Dieses ist ja noch harmloser als Prostituierte arbeiten. Ja. Ja, das kann man so sagen. Sodass man da, glaube ich, sehr, sehr scharf in sich reingucken muss, ob es denn nötig ist, ob es nicht einen anderen Weg gibt, das Geld zu verdienen. Ja, im Moment gibt es keinen. Naja, sagst du. Also ja, aber im Moment nicht. Und auf die Schnelle wäre das halt das schnellste Geld. Und ich könnte auch aber das Geld darf nicht ausschlaggebend sein. Ausschlaggebend muss sein, dass du sagst, ich füge mir keinen Schaden damit zu. Ich kann das trennen. Ich kann das wirklich wie einen Job sehen, so wie die Huren das auch sagen. Und dann bin ich davon unbeschadet. Dann ist es okay. Aber das Geld allein darf nicht ausschlaggebend sein, finde ich. Ich denke... Wenn du es trennen kannst. Also mit dem Casting ging es. Mhm. Ich konnte den beiden danach auch noch ins Gesicht schauen und den sprechen ganz normal. Also am 2. und 3. Februar. Ja. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, mach es oder mach es nicht. Mhm. Ich kann es wirklich nicht. So vermessen bin ich nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe dich nur darauf hingewiesen, dass du vorsichtig sein sollst. Mhm. Weil natürlich immer wieder, ich habe es auch schon oft hier in der Sendung gehört, natürlich lockt das Geld.
Und hinterher sagen die Leute, es ist nicht richtig, es ist nicht gut, dass ich das gemacht habe. Und sie ärgern sich, oder wenn sie es über einen längeren Zeitraum machen, haben sie wirklich richtige Probleme. Da hab's einfach im Auge. Meld dich doch bei mir nochmal. Je nachdem, wie du entschieden hast, dann unterhalten wir uns nochmal. Ja, mach ich. Würde mich interessieren, nach welchen Kriterien du dann letztendlich doch entschieden hast und was bei rumgekommen ist. Ja, mach ich. Ja? Alles Liebe, okay. Alles Gute, Petra. Ja, danke. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051, Gabi ist hier. Gabi. Hallo, Gabi. Ja, guten Abend. Guten Abend. Wie alt ist denn die Gabi? Ich werde 44. Ja. Warum rufst du an? Ich habe eine ganz besondere Krankheit, oder wie man das doch nennen möchte. Ich trinke sehr viel. Aber kein Alkohol, sondern nur alkoholfreie Getränke. Das ist ja noch nicht so schlimm, ne, oder? Nee, das kommt ja nur 18 Liter. Das wird doch 18 Liter. 18 oder 8 bis 10? 18. 18 Liter? Ja. 18 Liter am Tag? Ja. Wasser, Säfte, irgendwas? Irgendwas, was flüssig ist, ja. Also wenn ich schon mal 3 Liter trinke am Tag, was ja eigentlich gesund ist, sagt man ja, soll man machen, dann bin ich immer zu am Pieseln. Das heißt, mit 18 Litern musst du doch eigentlich ständig auf der Toilette sitzen. Richtig, ja, genau. Und das ist eine Krankheit, die dahinter steckt? Ja, na, ich denke mal. Was heißt, ich denke mal, hast du das, was weil du... Ich hab ohne Ende Durst und von irgendwo muss es ja herkommen. Und du warst noch nicht beim Arzt deshalb? Doch, ich... Und was sagen die? Bin von einem Arzt zum anderen gerannt, also gar nicht bin ich kerngesund oder bin gesund. Also der profane Zuhörer denkt jetzt, so, ich eingeschlossen, vielleicht hat die Zucker, die hat einfach Durst. Nee, das wurde alles gecheckt, das ist in Ordnung. Das heißt, es liegt keine organische Krankheit vor? Keine bekannte? Richtig. Du hast aber tierischen Durst? Richtig. Bist du korpulent? Ich bin ja ein bisschen korpulenter, ja. Was heißt das? Sag nochmal, wie schwer du bist. 114 Kilo. Ja, das ist schon ein bisschen korpulent. Bei einer Größe von? 1,75. Wie lange machst du das schon? Na, seit zweieinhalb Jahre bis 3 Jahre so. Und fing das so peu à peu an oder eher schlagartig? Eher schlagartig. Seit 2,5 Jahren trinkt sie 18 Liter Wasser oder Getränke am Tag? Getränke, ja. Jetzt aber nochmal zu der Frage mit der Toilette. Naja, die Hälfte des Tages trinke ich und die andere Hälfte sitze ich auf Toilette. Ja. Da denke ich so, sie kommt ja kaum mehr noch zum Essen. Aber offensichtlich doch, wenn du auch dieses Gewicht hast. Nee, eigentümlicherweise esse ich sehr, sehr wenig. Ich habe überhaupt keinen Appetit und auch keinen Hunger. Und nimmst auch nicht ab dann? Ich nehme auch nicht ab, nee. Bist du im Moment auch noch in ärztlicher Behandlung, Untersuchung? Ich bin jetzt in eine psychosomatische Klinik. Ja, das heißt also, alle, die dich bisher behandelt haben, haben gesagt, ich halte das nochmal fest, was ich gar nicht so glauben kann, aber es scheint ja so zu sein, die Frau ist organisch gesund. Richtig. Da ist nichts irgendwie, was falsch läuft, sie ist gesund. Es muss eine andere Ursache haben. Richtig, genau. Haben die so etwas schon mal erlebt? Das hast du ja mitbekommen, wenn du mit den Ärzten in Kontakt warst. Nee, die kicken mich alle so merkwürdig an. Glauben die dir das denn überhaupt mit den 18 Litern? In erster Linie erstmal nicht. Mhm. Nur ich musste bis jetzt bei jedem Arzt, wo ich war, Sammelurine abgeben. Ja. Und das waren dann dementsprechend auch die Literzahl und dann mussten sie das glauben. Ja. Dieser Urin ist ja wahrscheinlich völlig durchsichtig, ne? Wie Wasser. Wenn man diese Mengen trinkt, dann ist das, ja, genau. Kommt es oben rein und... Genau. Was machst du vom Beruf? Ich war mal Busfahrerin, bin gekündigt worden. Ja? Seit Februar krank vergangenen Jahres. Jetzt frisst sich mein Dasein so irgendwie. Zu Hause. Hast du eine Familie? Nee, im Moment bin ich in der Reha-Klinik. Ach so, du bist im Moment in der Reha-Klinik, nicht in einer psychosomatischen Klinik. Na doch, in der psychosomatischen Reha-Klinik. So wie du es gerade gesagt hast, ja. Mhm. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon in dieser Klinik? Jetzt, heute seit 11 Wochen. Das ist ja auch schon eine ganze Menge Zeit. Ja. Das heißt, da betreuen dich ja Psychologen und Psychiater. Richtig. Haben die denn irgendeine Ahnung, die sie dir schon mitgeteilt haben, was da vielleicht seelisch die Ursache sein könnte?
Ja, wir sind so auf Spekulationen angewiesen. Und ich höre jetzt eigentlich öfters, dass sie trinken oder trinken ist Wasser und Wasser ist reinigen. Also, dass ich mich reinspülen möchte oder irgendwie ja. So ähnlich. Hast du Familie noch? Ich habe einen Mann. Aber keine Kinder? Keine Kinder. Mhm. Als das vor 2,5 Jahren ungefähr, sagst du, angefangen hat und relativ schnell angefangen hat, erinnerst du dich? Wahrscheinlich haben das deine Psychologen dich auch gefragt. War da irgendwas? Gab es da einen Vorfall, ein Ereignis? Ja, ich hatte eine Zyste im Unterleib. Mhm. Die ist hier platzt. Höllige Schmerzen, bin ich zum Krankenhaus. Dann musste eine Bauchspiegelung gemacht werden. Ja. Danach fing es dann an, dass ich nicht essen konnte. Da hatte ich wahnsinnige Krämpfe im Unterleib. Ja. Nach einigen Wochen hat man dann festgestellt, dass der Gallenkanal verengt war. Mhm. Den hatte man dann geweitet und hat gesagt, so, nun los, muss wieder alles in Ordnung. Und dann fing es an? Dann fing es an, dass ich nicht mehr essen wollte, sondern mit dem Trinken. Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, reinigen. Es gibt natürlich Sinn, wenn jemand so viel trinkt, so viel Wasser trinkt. Ist es denn hauptsächlich Wasser, was du trinkst? Ja. Mhm. Weißt du, was ich da für einen Gedankengang sofort hatte, als du das gesagt hast mit dem Reinigen? Nee. Ich habe sofort gedacht, hat die Gabi irgendwann in ihrem Leben etwas sehr Schlimmes erfahren müssen? Beispielsweise was sexuell Schlimmes, ein Missbrauch, eine Vergewaltigung oder so etwas. Ja. Wann war das? Ach, das ist schon 30 Jahre her. Also als Kind, als Jugendliche. Mhm. Wissen deine Psychologen das? Ja. Das ist jetzt auch dann so rausgekommen während des Aufenthaltes in der Klinik? Ja. Mhm. Und du hast vorher wahrscheinlich kaum darüber geredet? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, du hast 30 Jahre etwas sehr Schlimmes mit dir herumgetragen. Magst du erzählen, wer das damals getan hat? Nee, ich möchte. Nee. Aber es hat ja insofern jetzt etwas Gutes, dass es jetzt thematisiert wird. Weil ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass Menschen, die so etwas erfahren haben, dass sie darüber irgendwann anfangen zu sprechen. Und wenn das Wasser dir jetzt hilft, darüber zu sprechen, es quasi rauszuschwemmen, wäre es ja ein Glück für dich. Das hilft als solches nicht. Nee, da machen wir immer so einen Bogen drum. Also ich fange davon nicht an zu erzählen und die Psychologen, die drängen nicht. Ja, aber es ist schon einmal mal ausgesprochen worden. Ne? Ja. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Das war was ist, ja. Ja. Vielleicht weist das dann doch in die richtige Richtung. Würde ich jetzt mal so hoffnungsvoll sagen wollen, Gabi. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ich merke ja, dass das für dich etwas so Schlimmes ist, dass du gar nicht drüber sprechen willst. Und ich möchte dich auch nicht dazu jetzt hier drängen. Das sagt mir, dass das für dich eine große Problematik darstellt. Und wenn das jetzt ein bisschen anfängt aufzubrechen, ist es, glaube ich, gut. Ist es, glaube ich, gut. Ich will dich da nicht weiter jetzt bereden, weil du das sicher nicht möchtest. Wie lange ist denn noch geplant, dass du im Krankenhaus bleibst? Bis nächste Woche Dienstag. Ach so. Und geht es dann mit einer ambulanten Therapie denn weiter? Ja. Das heißt, du bist weiter in psychologischen Händen? Ja. Und nicht ganz allein auf dich gestellt danach? Ich hoffe es, ja. Ich. Ja. Das heißt jetzt, diese 11 Wochen in der Klinik, da haben die das ja auch gesehen. Die haben gesehen, dass du so viel getrunken hast. Ja. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich etwas, glaube ich, sehr, sehr Außergewöhnliches. Sind die meisten auch die Ärzte hier, wussten, haben noch nie so was gehört. Mhm. Gabi, ich wünsche dir, dass das Schlimme, was da in dir ruht, was du erfahren haben musstest, was du erfahren musstest damals, dass das in irgendeiner Weise aufgearbeitet wird. Und ich möchte dich ermutigen, oder dir auch Mut zu sprechen, dass du es ansprichst in deinen Therapien, wenn du es irgendwie kannst.
Meine Erfahrung ist hier mit vielen Menschen, die so etwas erlebt haben, die sagen mir immer, wenn sie diese ersten Schritte getan haben, dass es ihnen so gut getan hat. Also bei mir ist so im Moment das ganze Gegenteil. Ich bin im Moment depressiv und also... Auch das habe ich immer wieder gehört, dass nachdem das zum allerersten Mal rauskommt, es schwerer wird für die Leute. Aber nur das wiederum ermöglicht irgendwann es zu überwinden, indem man diesen ersten schweren Schritt getan hat. Ist ja auch logisch, wenn man sowas so in sich hinein verdrängt hat, so viele Jahre, dass das so ein Eigenleben im Unterbewusstsein quasi geführt hat. Darf ich dir denn noch ein Gespräch mit meinem Psychologen jetzt anbieten? Oder sagst du, du bist psychologisch ausreichend betreut? Nee, eigentlich nicht, nee. Glaube nicht. Also kein Gespräch mehr? Nee. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du jetzt wieder den Start in deinen Alltag, relativ in deinen Alltag, noch nicht mit Arbeit, aber zu Hause, dass du es schaffst. Das weiß ich noch nicht. Ja. Was nächste Woche passiert, ja. Ob ich jetzt arbeitsfähig entlassen werde. Ja. Nur da ich ja die Nacht höchstens 2 bis 3 Stunden schlafe, ja. Wüsste ich nicht, wie ich arbeiten sollte. Das bringt es mit sich, dass wenn man so viel trinkt, dass man da natürlich ständig nachts aufstehen muss. Und richtig, richtig. Na, jetzt wurde ich ja runtergesetzt. Ich zwinge mich ja dazu, weniger zu trinken. Mhm. Und der Durst hält mich jetzt wach. Es ist wirklich ein spürbarer Durst, den du hast. Das ist ein spürbarer Durst. Liebe Gabi, wenn auch alles kompliziert ist, ich wünsche dir einen guten Anfang zu Hause. Danke. Und wünsche dir ein gutes Weiterkommen, was die Gesamtproblematik anbelangt. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Walter, 63 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Walter. Hallo. Ach, ich habe schon jahrelang versucht anzurufen. Ich habe mich und? Erschrocken, als ich endlich Anschluss hatte. Jetzt haben wir uns. Nicht, was ich sagen sollte im ersten Moment. Aber du hast ein bestimmtes Thema, weswegen du angerufen hast. Ne? Ja. Ich bin gespannt. Gut. Ich glaube, wir machen den Fernseher nochmal ein bisschen leiser. Machen ganz leise bitte, ja. Sonst können wir nicht gut reden. Ich habe schon gehört, das piepte so laut. So ist es. Um was geht's denn? Also, ich bin 63. Ich war 33 Jahre verheiratet und jetzt habe ich seit fast 3 Jahren einen Freund. Ach. Ja. Also mit 60 hast du gemerkt, dass du schwul bist? Ach, wohl schon ein bisschen vorher. Erfahrung habe ich wohl schon gesammelt. Wie alt warst du, als du Erfahrung gesammelt hast? Ach, sagen wir mal so 55. Ach so, ja. Nee, also dann habe ich... Junger Spund. Also ich bin praktisch, ich hatte Kneipen, 2 Kneipen. In eine Kneipe hat meine Frau gearbeitet, die andere Kneipe habe ich gearbeitet, ein bisschen getrennt und so. Man hat ja auch wohl schon ein bisschen auseinandergelebt. Mhm. Ne? Also lass mich fragen, hast du mit Mitte 50, ja. Das ist ja dann schon für ein Coming-out, ja, ein stolzes ja, Alter, ja. Da hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du auch auf oder auch auf Männer stehst. Ja, genau. Vorher überhaupt nicht. Ich bin verführt worden praktisch. Der Gast, der wohnte da im Haus, der kam immer, ich wusste gar nicht, dass der cool ist, hin und her. Dann hat man was getrunken und tralala, dann ging man mal auf die Toilette, er dann noch, ratschelte noch hinterher. Ja. Ja, schon, und schon hat's geklappt. Dann hat er den Anfang gemacht? Ja. Und du hast mitgemacht, du warst nicht empört? Ich habe nicht gewehrt. Ich wollte auch wohl. Das war natürlich ein heikles Unternehmen für den Gast. Der hätte auch einen... Da war Feierabend. Also da war kein Gast. Der Gast, der mich jetzt verführt? Ja, genau, ja. Das hätte für den natürlich auch heikel ausgehen können, wenn du anders reagiert hättest. Ja. Ich möchte nochmal zurückgehen, so in die Zeit davor. Als du 20 warst, 30 warst, 40 warst. Da war ich nur verheiratet. Nur auf Frauen fixiert. Ich habe mit 21 geheiratet. Ich habe 2 Kinder, Junge und Mädchen. Ja, und so in Gedanken, sexuell, nur auf Frauen? Nee, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, nee. Nur auf Frauen? Da war ich verheiratet. Das reicht. Habe ich nicht drüber nach. Ach, da wusste ich noch von gar nicht, was schwul ist und so. Ja, aber es hätte dann ja sein können. Kannte man noch jemanden, was ist das blöde? Nee. Lass mich nur fragen. Es kann ja sein, dass du jetzt, wo du weißt, was los ist, ja. So mal zurückdenkst und dir auffällt, guck mal, damals, als ich 35 war, da habe ich am Strand auch schon mal im Männerarsch hinterhergeguckt. War das so?
also wüsste ich so nicht, muss ich ehrlich sagen. Also vollkommen heterosexuell bis ja, total. Also ich habe nicht an, also ich war auch immer beschäftigt. Ich habe einfach gar nicht an Männer gedacht. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt da mal mit rumflitze. So, jetzt ist das passiert auf der Toilette da in eurer Kneipe mit mit dem Gast. Und dann einmal, zwei, dreimal habe ich es dann und nachher fand ich einen Gefallen da drin. Lass mich mal fragen, wie das für dich war, als es das allererste Mal passiert war. Ist da für dich nicht die Welt innerlich zusammengebrochen? Ach, nee, kann ich noch nicht mal sagen. Auch das ist merkwürdig, ne? Ja, das finde ich auch so merkwürdig. Ich fand das wohl angenehm. Ja, ist ja auch noch nicht so viel passiert. Ne? Ja, egal, aber man macht sich dann ja doch als 55-jähriger Mann Gedanken. Ja. Was hast du denn jetzt gemacht? Gedacht, mein Gott, wie kann das mit mal so schön sein? Ne? Und dann bin ich da auch wohl, aber das war wohl ein bisschen so ein Lorbers. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen sollte. Der hat es auch ein bisschen mehr ausgenutzt. Ja. Da bin ich nicht auf den Guten reingefallen, der das mit mir gemacht hat. So, du sagst, du hast Kinder, du hast eine Frau, warst so lange, so viele Jahre, Jahrzehnte verheiratet. Wie haben denn die, wie hat deine Familie darauf reagiert? Ah, ich habe mich ja noch nicht geoutet. Ich habe mich ja noch heimlich gemacht. Bis heute? Und dann nachher, dann hat man sich auseinandergelebt und so ein bisschen und alles so. Aber heute wissen sie es? Heute wissen sie es. Ja, meine Frau ist mittlerweile tot. Ja. Ist gestorben mit 53. Ja. Mit 53 Jahren und meine Kinder wissen das. Und wie haben die Kinder darauf reagiert? Ganz locker. Ganz locker? Ja. Oh, ich bin so begeistert. Also so locker. Also mir macht das im Moment auch nichts aus. Wenn ich irgendwo bin und dann ich oute mich auch wohl. Ja. Und ich sage, ach, ich habe jetzt umgesattelt. Ich sage, ich habe jetzt einen Freund. Ich sage, das läuft bestens und so. Ich bin glücklich. Also ich war noch nie so glücklich Wie alt ist dein Freund? Bitte? Wie alt ist dein Freund? Ach, der ist 43. 43. Er ist noch ein junger Spund für mich. Ja, noch ist egal. Mein Sohn, der ist 39. Und ihr lebt richtig zusammen, so wie du früher mit deiner... Nee, der hat eine Wohnung. Ach so. Der outet sich ja gar nicht. Ach so, bei der ist... Der hat eine Eigentumswohnung und ich habe eine Mietwohnung. Ne? Aber man hat ja doch im Laufe des Lebens, wenn man 55 ist, haben sich doch eine ganze Menge Freundschaften, Bekanntschaften ergeben, Verwandtschaft und so weiter. Wie haben die das denn mittlerweile raus und mitbekommen? Viele haben mich erst immer gefragt, wie kann das denn, dass du mit mal schwul bist? Mhm. Ich sag, ja, ein bisschen Bi schadet nie. Ja. Ne? Ja. Und dann war ich aus dem Schneider. Dann hat auch keiner nachgefragt mehr. Und da haben sich auch nicht alte Freunde von dir abgewandt? Nee, kein Mensch. Nee. Also ist es ja eigentlich eine Traumgeschichte, ne? Also ich bin so glücklich. Also ich war vorher, als ich mich nicht geoutet habe, war ich nicht so glücklich, als wo ich mich oute und sage, ich bin es. Dann ist das erledigt. Ich wollte gerade fragen, hast du so ein Gefühl jetzt... Ich habe einiges verpasst früher. Ich hätte es schon früher machen müssen. Ja, das habe ich. Ich denke, mein Gott, nochmal habe ich gedacht, wäre mir das doch bloß mit 40 passiert, als ich noch richtig frisch und fröhlich war. Jetzt bin ich ja mal 63, bin Diabetiker. Ja. Und dann ist das mit die Potenz ja auch nicht so. Stimmt, ja. Dann sage ich schon öfter zu mir, ich sage, weißt du was, ich sage, du hast normalerweise einen tollen Freund verdient, der hat dich so richtig vernascht. Ich weiß nicht. Naja, ich bin auch ein toller Freund. Ich bin doch Spuler geworden. Also man macht nicht alle das, was man... Ich verstehe. Was andere vielleicht alle so machen. Ich weiß gar nicht, was man so in Pornofilmen sieht oder irgendwie was. Ich habe jetzt gerade mit den Zahlen und der Rechnerei das nicht ganz auf dem Schirm gekriegt. Deine Frau hat aber noch vor ihrem Tod das mitbekommen, dass du schwul geworden bist. Ja. Hat sie auch so ein bisschen geoutet. Ja, was hat sie da gesagt? Ach, die ist aus allen Wolken gefallen. Ja, dann hat sie sich natürlich auch einen Freund angeschafft. Ja. Ne? Dann haben wir uns auch noch scheiden lassen. Meinst du, dass das besonders schlimm für deine Frau gewesen ist? Ich habe heute noch Gewissensbisse. Ja. Also als sie dann gestorben war, habe ich mir Vorwürfe gemacht. Also ich bin jeden Tag fast zum Friedhof gerannt, trotzdem, dass ich gar nicht mehr verheiratet war und nichts mehr. Das ist jetzt aber schon 7 Jahre her. Ja. Also mittlerweile... habe ich auch schon Abstand ein bisschen von genommen. Jetzt renne ich nicht mehr so zum Friedhof. Wenn es auch spät war, aber es ist gut, dass es noch gekommen ist. Und dass du jetzt sagen kannst, ich bin so glücklich wie eigentlich noch nie in meinem Leben. Das ist doch toll. Und wenn du auch 63 bist, ist doch egal. Ja. Du lebst es und du bist glücklich und das ist das Allerwichtigste, finde ich. Also ich glaube, ich war noch nie mal so glücklich mit meiner Frau früher. Ja, was ist also entweder war das jetzt die richtige Liebe und ich habe früher noch nicht die richtige Liebe gehabt, als ich verheiratet war, weiß ich jetzt gar nicht. Also so kann es kommen. Also ich bin jetzt viel glücklicher damit. Es sei dir wirklich gegönnt, lieber Walter. Ja, aber jetzt habe ich wohl Probleme, weil der sich eben nicht outet. Ja. Ne?
Ja, er braucht ja nun nicht sagen, zu jedem oder gar nicht. Genau. Aber dass man nur mal ausgeht und zusammen, man, ja, ich trinke mal meistens ab und zu mal ein Alter, ich trinke fast gar keinen Alkohol. Da kannst du ja langsam, ne? Ja, kannst ja langsam darauf hinwirken, aber dass du das machst. Aber ich möchte mit ihm mal ausgehen und so unter Leute sein und, ja. Nee. Das könnt ihr doch machen, ihr müsst ja nicht gleich rumknutschen draußen. Ach, das würde ich ja in 100 Jahren nicht tun. Ist er denn allein oder ist er auch noch irgendwie? Nee, der Solo, der war auch noch nicht verheiratet. Also, da musst du so ein bisschen auf ihn einwirken, da wird das auch noch werden. Meinst du nicht? Auch noch Theater und so. Naja, also auf jeden Fall ist es schön, dass es bei dir so gekommen ist und dass du glücklich bist und ich gönne es dir von Herzen und wünsche dir und deinem Freund von Herzen alles Gute, Walter. Ach, Gott sei Dank. Grüß ihn herzlich von mir, okay? Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Das war der Walter und hier ist Susanne und Susanne ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo. So, über was reden wir beide? Über die Flirtline. Über die Flirtline. Ja. Über eine Flirtline. Über eine Flirtline, genau. Erzähl, was hast du da angestellt? Was ich da angestellt habe, ja, ich telefoniere mit Männern. Mhm. Und vielleicht treffe ich auch mit den Männern. Also, wir wollen es mal klarstellen. Ist das was Kommerzielles? Ja. Ja, das heißt also, du verdienst da Geld? Nein. Nein. Das ist einfach so eine Telefonleitung, wo man Kontakte knüpfen kann. Mhm. Ja. Und du hast den Wunsch, irgendwie darüber einen Mann kennenzulernen. Ja, genau. Ja. Wie lange telefonierst du schon auf dieser Line? 3 Jahre. 3 Jahre? Mhm. Und was ist in den 3 Jahren dabei rumgekommen? Ja, manchmal eine kleine Beziehung gehabt, aber nicht immer so viel. Also du rufst da an, das ist aber wahrscheinlich schon eine 0190er Nummer oder sowas, ne? Ja, ich rufe kostenlos an. Ach, so ist das. Ich kenne mich da nicht so aus. Die Männer müssen das zahlen und die Mädels können umsonst rein. Ne? Genau. So ist das. Du bist aber nicht angestellt von dieser Firma, sondern du bist eine Privatperson und möchtest ja wirklich auch Männer kennenlernen. Genau. So. Wie lang waren die Beziehung oder die Beziehung, von der du gerade gesprochen hast? Ja, so höchstens 1-2 Monate. Ja. Zwei waren es. Ja. Zwei Beziehungen, mhm. Und mit wie vielen Männern hattest du schon Kontakt da auf der Leitung? Ja, höchstens 10. 10 in 3 Jahren? Ja. Das ist aber wenig. Ja, schon. So, nur erzähl mir mal, warum du angerufen hast hier bei mir. Noch verstehe ich es nicht. Ich wollte das berichten. Du wolltest das berichten? Ja. Also, ich sehe da Susanne, die ist 21 Jahre alt und die sitzt oft am Telefon und schäkert mit den Männern am Telefon. Genau. Ne? Und in der Hoffnung, dass ihr da einen Typ findet. Genau. Warum gehst du nicht raus in Kneipen, Diskotheken, um Männer kennenzulernen? Ja, alleine gehe ich nicht gerne raus. Aber du hast doch bestimmt auch Bekannte oder eine Freundin oder so? Nein, habe ich leider nicht. Hast du leider nicht? Hm. Das heißt, das ist für dich jetzt so der Rettungsanker, diese Line. Ja, genau. Erzähl mir mal ein bisschen, was du da mit denen redest. Ja, flirten. Mhm. Und ich mache auch Telefonsex mit den Männern. Ach so. Mhm. Das machst du auch. Ja. Ja. Aber dann glaube ich dir nicht, dass du nur mit 10 Männern gesprochen hast bisher in 3 Jahren. Ja, und getroffen habe ich auch. Also du hast mit mehreren geredet schon. Ja. Ja. Und du machst Telefonsex mit denen. Ja, genau. Mhm. Was sind so die Themen, mit denen du, abgesehen von dem Telefonsex, wenn du mit den Männern redest, was redet ihr da? Ja, über allgemein. Aha, gut, dann weiß ich Bescheid. Mensch, Susanne, du erzählst mir gar nicht so viel. Ich bin ein bisschen schüchtern. Ja, merke ich schon. Wie lange liegt denn die letzte Beziehung zurück? Wie? 2 Jahre. Ach. 2 Jahre. Das heißt, im ersten Jahr ist es passiert, wo du dann Männer kennengelernt hast und danach hast du keine mehr getroffen. Genau. Wann hast du den letzten getroffen? Ja, vor 2 Jahren dann. Ja. Ja. Jo, was machen wir jetzt noch? Was reden wir noch, wir beiden? Was kann ich dir wünschen? Ich kann dir wünschen, dass du da mal einen ordentlichen Typ findest. Nee, eigentlich, weißt du, was ich dir wünsche, Susanne? Was denn? Nee, dass du das aufhörst, weil das bringt doch nichts. Wenn du jetzt seit 3 Jahren da schon rumhängst und telefonierst. Es kommt nichts Wirkliches dabei rum,
auf die Dauer ist es auch frustrierend, mit irgendwelchen anonymen Menschen da Telefonsex zu machen. Du bist erst 21 Jahre alt. Geh raus, geh unter reale Menschen. Das ist viel besser und viel effektiver für dich und viel schöner für dich. Mhm. Oder willst du noch bis zur Rente da an dem Telefon hängen? Nein. Siehst du, was ist dein Wunsch? Was möchtest du gerne mal machen? Oder wie? Was ich gerne machen möchte. Ja, nee, was so dein Lebenstraum ist. Möchtest du mal eine Familie gründen oder sowas? Ja. Siehst du, ja. Und bist du berufstätig auch noch im Moment? Nein, zurzeit im Moment nicht. Also arbeitslos? Ja. Mhm. Und wie viele Stunden am Tag telefonierst du? Von 2 bis 4 Uhr. Von 2 nachmittags? Abends. Ach so, nachts? Von 2 bis 4. Warum immer nachts? Weil die auf dem Handy die Line erst ab 22 Uhr bis 4 Uhr morgens geht bei mir. Ach so. Mhm. Das schlägst du dir jede Nacht um die Ohren quasi. Ja. Liebe Susanne, also, was ich gerade gesagt habe, meine ich wirklich sehr ernst. Ich glaube, es ist besser, wenn du unter lebende Menschen gehst, als nachts da an deinem Handy zu sitzen und zu quatschen. Ich glaube, in die Richtung solltest du mehr versuchen, dich zu entwickeln. Mhm. Ne? Alles Gute, toi, toi, toi. Okay. Tschüss. Tschüss. Die Susanne... Iris, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Iris. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um epileptische Anfälle. Die du hast? Mhm. Ja. Wie lange schon? Den ersten hatte ich 1996 und den letzten hatte ich jetzt am 31.10. vergangenen Jahres. Nun gibt es da ja ganz viele graduelle Unterschiede, ne, von epileptischen Anfällen. Mhm. Beschreib mal beschreib den letzten Mal, den du hattest. Also, das war, mein Mann hat am 25.10. Geburtstag, ich am 27. und wir haben das am 31.10. gefeiert. So, und nun ist mein Mann so ein bisschen, so, der muss alles sofort und gleich gemacht haben. Also wir hatten dann unsere Wohnung hier und ausgeräumt, weil wir Gäste kriegten. Und ja, ich merkte das schon den ganzen Tag, dass ich irgendwie nicht zu Potte kam und nicht zu Rande kam. Und irgendwie war ich innerlich aufgewühlt, sage ich mal so. Mhm. So, und meistens sehe ich vorm rechten oder linken Auge irgendwie einen weißen Punkt. Und ich habe mir sowas schon geahnt. Ich hatte auch meine Medikamente genommen. Dieser weiße Punkt, ist das Warnsignal. Also wenn du den siehst, dann zieht einen Anfall auf. Mhm. Das ist für mich ein Warnsignal. Man merkt auch so, und dann zittert so ein bisschen das Auge. Also das Augenlid fängt an zu flattern. Und ja, das ist für mich eigentlich schon ein Signal, wo ich mir dann sage, sei vernünftig und nehme deine Tablette dafür, die ich eigentlich sonst nur abends nehme. Ach so, wenn also ein Anfall im Kommen ist und man nimmt eine Tablette, dann kann man es abwenden. Denn kommt das nicht zum Ausbruch von diesem Anfall. Ja. Und ich hatte sie zwar genommen, aber es ist trotzdem passiert. Es ist passiert, als alle Gäste hier waren. Es ist passiert, als alle Gäste es mitbekommen haben. Und was ist dann genau passiert? Ich weiß noch, ich habe so ein bisschen abgesondert. Ich bin eigentlich in einen Raum gegangen, wo ein bisschen Ruhe herrschte und wollte so mal 5 Minuten für mich sein. Mhm. Und merkte, meine rechte Schulter fing irgendwie an zu zucken. Und ich habe die Stimmen eigentlich auch nur noch so ganz nebelig wahrgenommen. Ja, und dann ist es passiert. Mehr das heißt, es ist in dem Nebenraum passiert, nicht vor. Nein, ich bin dann wieder in den Raum reingegangen. Ach so, dann vor den Augen der Gäste. Genau, richtig. Ja. Und dort ist es richtig passiert. Was heißt denn dann, es ist passiert? Bist du dann verliert dann bin man, ich umgekippt. Man kippt um. Mhm. Und ist so 3 bis 4 Minuten weg. Wie? Merkt gar nichts mehr. Man verkrampft sich, man läuft an, also man läuft blau an, man hat Schaum vorm Mund und ist eben überhaupt nicht mehr. Ja, da. Ja. Das heißt, das ist also für Menschen, die da nicht so mit umgehen können, erstmal ein erschreckender Anblick wahrscheinlich. Ne? Da liegt jemand auf dem Boden, ist verkrampft, läuft blau an, hat Schaum vor dem Mund. Wussten die Gäste, dass du diese Krankheit hast? Nein, das wusste keiner. Das. Hast du dich sehr geschämt danach? Ja. Wobei, man muss sich ja nicht schämen, das ist ja eine Krankheit, da kannst du ja nichts für. Ja, nur... Ich sage mal, meine Familie, so von meiner Seite aus, okay, die sind noch ganz lieb und nett zu mir, aber die Familie meines Mannes, die denken alle Wunder, wer sie sind und dass sie was Besseres sind. Und seitdem ich diesen Anfall hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen, lasse ich mir viel zu viel, glaube ich, gefallen. Ich gehe zurzeit überhaupt seit Wochen nicht mehr aus dem Haus.
Ich habe einen lieben, netten Mann. Ich habe einen 22-jährigen Sohn. Wir sind schon ganz, ganz lange zusammen. Ich überlege jetzt immer, gehe ich in ein betreutes Wohnheim, wo ich wirklich Tag und Nacht dann, sage ich mal, beaufsichtigt werden kann, oder bleibe ich bei meinem Mann zu Hause? Moment, betreutes Wohnheim, das ist aber jetzt ein gravierender Schritt. Du hast eine Familie, du hast eine Krankheit, die man ja im Griff haben kann. Warum jetzt über solche dramatischen Schritte nachdenken? Weil nach diesem Anfall hat sich vieles für mich verändert. Also ich habe, wie gesagt, einen lieben Mann. Was hat sich denn verändert? Ich kann nicht mehr in seine Nähe sein. Es tut mir so weh. Warum tut es dir weh, in seiner Nähe zu sein? Weil er derjenige ist, der mich dann jedes Mal irgendwie rettet. Und es tut mir so weh. Und ich möchte das eigentlich meinem Sohn und meinem Mann nicht mehr so antun. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert nach dem letzten Anfall? Was hat er gesagt? Ganz lieb. Er wusste, wie er das machen muss. Also er wusste, dass er mir einen Keil zwischen die Zähne schiebt, damit ich mir nicht die Zunge zerbeiße. Ja. Er wusste, dass er mir versuchen konnte, die Fäuste so aufzumachen. Ja. Man verkrampft sich ja. Ja. Er hat beruhigend auf mich eingeredet. Ich habe das ja hinterher auch noch nicht alles richtig geschnallt gehabt. Ich war ja also richtig abwesend gewesen, selbst als die Gäste noch da waren. Die sind ja noch so dumm gewesen und sind geblieben. Also, lass mich nochmal zu dem Mann fragen. Dein Mann macht ja keinerlei Vorwürfe. Nein. Er ist auch nicht ansatzweise unfreundlicher zu dir. Nein. Er steht vollkommen an deiner Seite. Ja. So, Iris, das wollen wir aber echt schon mal dicke festhalten. Ne? Ja. Das darfst du jetzt aber auch nicht kaputt machen durch deine Auffassung, ich will ihm das nicht zumuten. Der Mann liebt dich und der hilft dir. Ist richtig, nur mein Mann ist ja auch nicht ganz gesund. Er ist an einem grauen Star operiert worden, er hat den grünen Star, er hat Neurodermitis und er hat Asthma. So, er ist nicht ganz gesund. Ja, und, aber nun wollen wir nur mal langsam. Wenn du jetzt aus der Familie rausgehst. Ja, dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Und meinst du, er würde das wollen, wenn du weg bist? Wäre er denn nicht irre traurig, wenn du plötzlich nicht mehr da wärst? Ich habe ihm das ja gesagt und dann hat er gesagt, die Entscheidung überlasse ich dir, das musst du alleine wissen, ich kann dir da nicht reinreden. Mhm. Für mich ist das so, für mich sind Diskotheken verboten, für mich ist ein Computer verboten, weil dieser Bildschirm flackert so. Mhm. Ich müsste einen Flachbildschirm haben. Mhm. Ich darf auch am Tag nicht so lange Fernsehen gucken. Gut. Lass mich jetzt nochmal nachfragen, wie das mit der medizinischen Betreuung ist. Bist du in guten medizinischen Händen? Also ich bin bei einem Psychotherapeuten, da bin ich alle 3 Wochen. Ja. Es wird auch regelmäßig ein EEG gemacht, es wird auch Blut abgenommen, ja, und man hat auch Gespräche. Ja. Bloß, ich sage mal, die Therapeuten oder die Psychologen oder wie auch immer, die haben, glaube ich, nur noch eine begrenzte Zeit für den Patienten. Die gucken dauernd irgendwie zur Uhr und sagen so. Gut. Ja klar, natürlich. Das ist ja auch normal. Ja, jeder Arzt hat ja auch nur ein bestimmtes Zeitkontingent. Ist richtig, ich will da ja keine halbe Stunde sitzen. Ich wollte wissen, ob du auch von der medizinischen Seite ordentlich betreut wirst. Das heißt, dass da Medikamente verabreicht werden, dass da ein richtiger Arzt ist, der sich um dich kümmert. Das gibt es. Ja. So, das ist ja die eine Schiene, die ist ja wichtig. Die andere Schiene ist diese seelische Angeschlagenheit. Das bist du ja, das höre ich heraus. Ne? Dir geht's ja nicht gut. Mhm. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt sprichst. Mhm. Einmal wegen dieser psychologischen Seite und auch noch möchte ich, dass er dir noch Selbsthilfeadressen von Gruppen gibt, deine Krankheit betreffend. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du mit Menschen zusammen bist, die deine Krankheit haben. Und da gibt es ja ganz viele und da gibt es auch ein Netzwerk von ganz vielen Ärzten auch, die sich darum kümmern. Vielleicht kann man dir doch noch besser und entschiedener helfen. Ich weiß auch, dass ich nicht die Einzige bin, die damit lebt. Nur ich komme im Moment damit nicht mehr klar. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, ich sitze Nacht für Nacht im Wohnzimmer. Ich hau mir die ganze Nacht die Zeit um die Ohren. Ich überlege und denke. Weil du zu viel grübelst. Ich komm auf keinen Nenner. Ich verstehe das überhaupt. Deshalb muss ganz schnell eine psychische, eine seelische Hilfe da, die zur Seite gestellt werden. Ja. Du legst auf, das heißt mein Psychologe, der Johannes, ruft dich gleich an. Okay. Iris, alles Vielen Gute Dank von Herzen. Für das Gespräch. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Dominik 25, guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Ja, ja. Weißt du schon, worum es geht? Nein, ich weiß gar nichts. Um was geht's, frage ich dann mal. Es geht um eine Freundin von mir, sozusagen meine Beste, mit der ich schon ein sehr langes Verhältnis habe. Moment, und, also es ist deine beste Freundin und eine Sexpartnerin? Richtig, ja. Genau. Also warum sagen wir dann nicht, ihr seid zusammen? Nein, das können wir nicht sagen, weil sie schon einen Freund hat. Ach so. Ja. Ach so. Und genau da liegt das Problem. Dem Freund hat es aber auch schon, bevor das Ganze mit uns angefangen hat. Also wie lange habt ihr jetzt schon euer Techtelmechtel? Circa 5 bis 6 Jahre. So lange? Ja. Ist deine beste Busenfreundin quasi, deine beste Freundin, und aber es passiert ab und zu auch, dass ihr in die Kiste steigt? Ja. Passiert das oft oder nur eher selten? Unterschiedlich. Das ist, ja, das könnte man fast von den Jahreszeiten abhängig machen. Das ist manchmal, im Sommer ist es mehr. Ja, im Winter weniger. Ja, im Winter jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja. Und sie ist in festen Händen. Sie ist in festen Händen. Ja. Du auch? Nein, im Moment nicht. Nein. Aber während dieser Zeit warst du auch schon mal mit einer anderen Frau zusammen? Ja. 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 Und zu der Zeit ging es dann aber auch weiter. Also ich war dann auch nicht unbedingt treu. Davon gehe ich aus, ja. Mhm. Ja. 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 Gut, muss ja nicht. Also ich hätte ja dann auch irgendwie sagen können, ja, ich probiere es jetzt mal wieder mit einer Beziehung. Ja. Und das habe ich auch probiert, aber es klappte nicht. Aber ich habe ja schon das so eingeschätzt, dass Dominik so drauf ist. Ja. Nein, eigentlich bin ich so nicht. Nein, natürlich. Eigentlich sind die Leute nie so drauf. Aber du schätzt mich jetzt wirklich falsch ein. Ich bin normalerweise in den Beziehungen davor bin ich immer treu gewesen, auch wenn die Gelegenheiten da waren. Aber nochmal im Ernst nachgefragt, gab es denn, wenn es wirklich deine beste Freundin ist, das ist ja schon eine tolle Aussage, wenn man sagt, das ist mein bester Freund oder meine beste Freundin. Ich neige dazu, wenn man sagt, das ist mein bester Freund, meine beste Freundin, dass das auch eine Form von Liebe ist, dass man das durchaus als Liebe bezeichnen kann. Aha. Und wenn ihr dann dennoch einen erotischen Kontakt habt, hast du nie überlegt oder habt ihr nie überlegt, dass ihr einfach euch dann zusammentut und dann auch ein Paar seid? Ja, die Überlegung war von mir aus wahrscheinlich mehr als von ihr, weil sie ja schon in festen Händen ist. Ja. Und das respektiere ich ja auch. Ja. Ja, also ich will mich da auch nicht zwischen die beiden stellen. Ich mag ihn ja auch so, ihren Freund. Das ist ja auch das Problem dabei. Sie sind jetzt nicht beste Kumpels oder so, aber... Aber das ist natürlich völlig geheim, was ihr da macht. Selbstverständlich. Mhm. So, ja, also was ist jetzt die aktuelle Problematik, weswegen du angerufen hast? Hast du ein schlechtes Gewissen? Ich wollte eigentlich mehr von dir hören, wie das weitergehen kann. Es kann ja bei einer guten Freundschaft nicht einfach so bleiben. Ne? Es, wenn da Gefühle im Spiel sind, dieser Art, dann ist da ja ein Problem. Was heißt bei einer guten Freundschaft bleiben? Ihr habt ja eine gute Freundschaft, so ja, wie du es mir beschrieben hast. Oberflächlich, sag ich mal. Sie denkt, es war alles in Ordnung und ich akzeptiere das so und so. Von mir aus ist das aber ein bisschen blöd, weil also man macht sich ja schon so Gedanken, warum rufst du jetzt nicht an, warum schreibst du nicht mal eine SMS? Aha, und, also im Klartext bist du verknallt. Latent seit vielen Jahren. Ja, könnte sein. Ich rede mir natürlich das Gegenteil ein, aber... Ja. Also wenn du jetzt, wenn man mit dem Finger schnippen würde und du könntest dir so eine Wunschkonstellation wünschen, würdest du sagen, ja, mit der Frau will ich zusammen sein? Das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube nicht, weil ich genau wüsste, dass das nicht gut gehen würde. Weil wenn wir uns mehr als 2 Tage hintereinander sehen, dann nerven wir uns schon gegenseitig. Deshalb wüsste ich wahrscheinlich so mit gesundem Menschenverstand, wenn man da so dran geht und mal die ganzen Gefühlssachen da außen vor lässt, dann weiß ich eigentlich, dass das eigentlich auch gar nicht klappen kann. Ja. Also es ist sehr verfahren. Ja, es ist also bewusst weißt du, es könnte nicht klappen, emotional würdest du aber schon gerne. Es ist ausprobieren, ja, natürlich, warum nicht, ne? Aber das ist so eine Sache. So, aber es geht ja nicht nur allein um dich, sondern es geht um sie auch. Sie ist in festen Händen und offensichtlich will sie auch in diesen Händen bleiben, oder? Ja, klar. Ja, klar ist mir das nicht so, aber es ist klar, sagst du. Es ist klar, ja. Ja. Aber sie geht permanent ihrem Freund fremd. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ja. Das ist natürlich dann ihr Problem, wie sie das für sich auf die Reihe bekommt. Was ja schlimm genug ist, dass sie es tut. Wie urteilst du eigentlich darüber? Man urteilt ja auch als Freund über das Verhalten des Freundes. Findest du das richtig, was sie da macht? Natürlich finde ich es nicht richtig. Und das kann ich eigentlich auch gar nicht so tolerieren, weil wie gesagt... Sagst du ihr das? Nein, natürlich nicht. Das wäre ein Eigentor. Ja, aber eigentlich hättest du als Freund die Pflicht, es zu sagen. Na klar. Eigentlich schon, ne? Ich habe es schon mal angedeutet, ach, und dann gingen die Probleme wieder los und Diskussionen und ach, und dann hat sie wieder versucht, das hier mit mir zu beenden und
Dann hältst du lieber den Mund, weil du davon profitierst. Von ihrem Fehlverhalten profitierst du. Ne, so kann man sagen. Ja, ich weiß, dass das scheiße ist. Mhm. Aber ich versuche eigentlich da... Weißt du, Dominik, die Sache ist wirklich sehr verschachtelt. Irgendwie sagt es in mir so im Moment, das Beste wäre, wenn der da ganz rausginge. Ne? Die Frau will offensichtlich nicht. Ja. Du bist dir auch nicht so richtig sicher, ob das was wäre. Ja gut, du würdest es ausprobieren und so. Aber irgendwie kommt er nicht zur Potte. Und du bist dadurch wahrscheinlich, könnte ich mir auch gut vorstellen, blockiert für andere Sachen. Mhm. Das heißt, natürlich, ganz klar. Ja, ne? Das heißt, du sitzt da mehr oder weniger im Käfig. Das Beste wäre, kann man natürlich jetzt nicht so von heute auf morgen, irgendwie einen Dreh zu finden, wegzukommen von der ganzen Geschichte. Ganz schnell noch eben, kann ich dir eben erzählen, das hatten wir schon mal probiert und von ihr aus war es dann, ne, und das habe ich dann auch akzeptiert. Ich habe gesagt, wenn du das nicht mehr willst, kann ich da nichts dran machen, ich halte dich nicht fest. Mhm. Und dann hatte ich halt auch eine neue Freundin, das kriegt sie natürlich raus und ist dann ein bisschen eifersüchtig auch gewesen und hat sich dann natürlich auch richtig wieder an mich rangeschmissen. Ne? Mhm. Und da konnte ich dann auch nicht widerstehen. Ja, was natürlich auch perfide ist, ne, dass sie das dann tut. Da müsste sie auch konsequent sein, hier nach dem Motto, ich habe einen Freund, dann kann er auch eine Freundin haben und wir lassen es halt jetzt. Ja. Es spricht nicht so viel auch für die Frau, finde ich, was du mir erzählst. Ich finde ihr Verhalten erstmal schäbig, dass sie natürlich permanenter ihrem Freund fremd geht. Ich finde das nicht in Ordnung, was du mir gerade erzählt hast. Damit macht es dir ja auch besonders schwer, weil sie wittert ja wahrscheinlich, dass du mehr abhängig bist von ihr als umgekehrt. Ja. Ne? So. Und da, sie erklärt mir das natürlich immer so mit dem Grund, ich habe mir jetzt schon so lange und ich habe so viel in meiner Jugend verpasst und ja, und sie hätte halt so einen großen Nachholbedarf, aber sie will sich halt nicht von ihrem Freund trennen. Ja. So, wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, Mädchen, wir müssen jetzt irgendwie mal klar Tisch machen. Ich will dich, ich liebe dich, du bist eine tolle Frau. Lass uns gemeinsam einen Neuanfang machen. Trenn du dich von deinem Freund, komm zu mir. Würde sie sagen, nein? Ja, das steht auch gar nicht zur Debatte. Nein, überhaupt nicht. Dominik, ich wünsche dir, dass du wegkommst von der Frau. Es hört sich alles nicht gut an. Es hört sich zäh an und nervig und irgendwie... Mir liegt schon mehr an der Freundschaft als in dieser Affäre. Ja, aber das wird doch gar nicht mehr zu trennen sein. Wenn ihr das so viele Jahre macht, ist das so ein ritualisiertes Verhalten, dann könnt ihr nicht mehr nur gut Freund sein. Dann irgendwann gibt es auch das Ritual, wo ihr dann wieder in der Kiste landet und dann ist wieder genau das Gleiche wie vorher. Hm. Hast du denn für dich das Gefühl auch, dass du gar nicht so richtig offene Augen für andere Frauen hast? Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Versuche wie auch immer auf Distanz zu gehen, versuche es zu schaffen. Es wird sicher irgendwie gehen, auch einen Weg geben. Dieses hört sich nicht gut an, was du schilderst. Dieses hört sich nicht an, als würde es irgendwie ein gutes Ende geben. Ja, ich hole mir jetzt nicht jede Nacht die Augen aus dem Kopf oder so, aber es sind schon so Sachen, die beschäftigt einen manchmal. Ja, glaube ich, das glaube ich. Mhm, ja. Gut, aber also. Ich bin ja schon mal dankbar für den Tipp. Ja, alles Gute, Dominik. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Susi, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Susi. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Und zwar, es geht darum, ich habe mich in 6 Jungs verliebt. Wie bitte? 6 Jungs? Ja, genau. Das kann man doch gar nicht. Doch. Man kann sich doch nicht in 6 Jungs verlieben. Ja, doch. Sind das Sechslinge oder was? Nee, und zwar, ich habe sie alle durch meine Clique kennengelernt in einer Altstadt und so. Und alle 6 Jungs haben etwas, worin ich mich verliebt habe. Nur das Problem ist, sie haben alle eine Freundin. Gott sei Dank. Sonst hätten wir ein Problem jetzt. Ja. Wann hast du dich denn in die verliebt? Das war circa vor 2 Monaten. Ja. Also es gab immer so Stück für Stück und mit 2 davon habe ich auch schon Sex gehabt. Oh. Ja, das stimmt. Und nun mein Problem ist, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich machen soll. Waren das alles Leute, die du neu kennengelernt hast? Ja. Ja. Und alle 6 haben was dir gefällt. Ja. Sag mal, das ist mein Problem. Sag mal, gib mal ein bisschen ein paar Beispiele. Der eine hat was? Der eine hat was. Die Augen, der Mund, die Haare, Körper, alles Mögliche. Was ich nur an einen Jungen vorstellen kann. Also ich kann zwar selbst auch nur so ein bisschen drüber lachen, aber ich weiß nicht. Wissen die das, dass du in die ein bisschen verguckt bist? Die Hälfte davon schon. Echt? Hast du es denen gestanden? Ja, sozusagen schon. Also die 2 davon wissen es ja schon, weil ich habe ja mit dem Sex gehabt. Und einer davon, denke ich mir mal schon, der ahnt es. Ja, aber die mit denen du Sex hattest, die sind dann ihren Freundinnen fremdgegangen. Ja.
Hast du sie verführt, oder wie? Ja, doch, sozusagen schon. Da war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Und ja. Also weißt du, Susi, ich kann ja gut verstehen, dass man natürlich, wenn man ein paar nette Leute kennenlernt, kann man sagen, ich finde das toll an dem und das wiederum toll. Mhm. Das gibt es ja immer wieder, wenn man Leute trifft. Aber ja. Ich würde vorsichtig sein, auch mit dem Wort verliebt sein. So schnell ist man auch nicht verliebt. Man kann jemanden gut finden, man kann etwas sympathisch finden oder schön finden. Oder. Ja, aber ich möchte doch schon gerne mit all den sechs schon eine Beziehung anfangen. Also könnte ich mir gut vorstellen. Kannst du ja vergessen. Da wollte ich ja gerade darauf hinaus. Ne? Mhm. Dass man nicht, wenn man irgendetwas schön an jemanden findet oder toll an jemanden findet, dass man direkt darauf anbeißt quasi und gleich denkt, ich bin verliebt, der ist toll, der hat tolle Augen, ich bin verliebt, der hat einen tollen Mund, ich bin verliebt, der ist witzig, ich bin verliebt. Finde ich nicht gut, weil man dazu sehr, du erlebst es ja gerade in deinem eigenen Leben, dass man ist ja völlig durcheinander dann. Ja, stimmt. Und du kannst es ja vergessen, du kannst ja nicht mit allen eine Beziehung haben, du musst irgendwann eine Entscheidung treffen. Ich finde ganz wichtig, dass du dich jetzt wegbremst bei dir selbst, dass du dich da nicht zu sehr reinsteigerst. Das habe ich aber, denke ich, mir mal schon. Hast du schon, das höre ich schon. Mhm. Weil es gibt nichts. Ne? Wenn du Glück hast, ist es einer. Und dann ist es schön, dann ist es toll. Stell dir mal vor, du hast einen von denen. Dann wärst du immer noch nicht zufrieden. Dann wird's ja, das stimmt schon. Ne? Dann würdest du immer denken, oh, der andere und dann der und der und der. Und das ist mein Problem, da komme ich überhaupt nicht mehr drauf klar. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ja, dich zurücknehmen, dir nicht so viel Gedanken machen. Dich einfach zu zwingen, wenn du wieder irgendwie was dir ausdenkst, von Junge 1, 2, 3, 4, 5, einfach es dir verbieten zu träumen. Ich glaube, das ist immer die beste Möglichkeit, dass man das alles ein bisschen im Griff hat und sich eben nicht reinsteigert, wie ich gerade sagte. Nur so geht es. Anders. Ich muss es versuchen. Ja, du musst es versuchen. Mhm. Und wenn du es nicht schaffst, dann wird dir schon so die Realität zeigen, dass es einfach nicht geht. Und ich glaube, man kann immer ganz viel selbst dazu tun am Anfang, ob man sich in jemanden verliebt oder nicht. Man kann sich das alles immer rosig ausmalen. Nur das Problem ist, ich sehe sie auch fast jeden Tag, weil drei davon sind auch in meiner Clique mit drin. Ja. Mit denen ich auch schon Sex hatte. Und umso härter ist es, aber auch da kann man gegensteuern. Mhm. Susi muss jetzt lernen, gegenzusteuern. Mache ich auf jeden Fall. Okay. Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, tschüss. Kerstin Klinger war meine Technikerin heute Nacht. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Schön, dass ihr dabei wart. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao.